Zuerst habe ich mir alle Ordner heruntergeladen. Das sind lauter ZIP-Dateien, die entpackt. Und die einzelnen ZIP-Dateien werde ich jetzt dann verschieben. Hier ist noch die README, da könnt ihr sehen, was ihr alles machen könnt. Könnt sich jeder selber durchlesen. Und die CL/CLZ, da gelangt man in die Setup-Optionen. Also das ist nicht das Programm. Das brauchen wir später noch für die Einrichtung der Tools und Format-Optionen. Wie ihr seht, nur mit der Set wird CLCL nicht gestartet. Also ihr könnt in die Optionen reingehen, ohne das Programm zu starten. Ich verschiebe jetzt erstmal die entpackten Ordner in einen neuen Ordner auf C. Ich nehme immer gern einen Standardordner für portable Software. Aber CLCL wird ja dann mit dem Autostart verknüpft. Direkt in dem CLCL-Ordner mache ich noch die zwei Unterordner. Einmal für die Toolsammlung und einen zweiten für die Formatsammlung und verschiebe danach die zwei entsprechenden entpackten Ordner in die jeweiligen neuen Ordner. Hier wäre jetzt noch Zeit, mir ein Like dazulassen. Den Rest könnt ihr von Downloads löschen. Wer mag, kann mir natürlich auch gleich noch ein Abo dalassen. Wenn ihr soweit seid, holen wir uns gleich die Add-ons rein. Einmal die Formatoptionen, oben den Reiter Format anklicken, dann die entsprechende DLL auswählen. Aus dem ersten Unterordner. Und noch das zweite Add-in. Aus dem zweiten Unterordner. Das war's für Format auch schon. Da gibt es nichts weiteres einzurichten. Tools, da gibt es mehrere Sachen zur Auswahl. Ich hole mir da meistens die Quote-Option rein. Die müsst ihr euch jetzt einzeln raussuchen und jeweils einzeln einrichten. Also wieder auf OK. Dann könnt ihr gleich nochmal auf Add im gleichen DLL. Und dort die Quote. Was die einzelnen Tools können und machen, werde ich versuchen in einem späteren Video noch einmal zu erklären. Der zweite Tool-Ordner, das ist so ein bisschen funktioneller. Da hole ich mir normalerweise Clear History und Play Sound. Das Play Sound könnt ihr auch wieder ein- und ausschalten. Bei größeren Aufgaben nervt es ein bisschen, aber so im täglichen Gebrauch lasse ich es eigentlich meistens an, damit ich merke, ob ich wirklich was kopiert habe. Wenn das soweit fertig ist, verknüpfen wir CLCL jetzt noch mit dem Autostart-Ordner. Der war früher ganz einfach zu finden, heute ist es etwas komplizierter. Sollte so aber bei Windows 11 auch funktionieren, nicht nur bei Windows 10. Mit Windows R holen wir uns
das Ausführen-Fenster hoch, kopieren dort Shell Startup rein und damit sind wir im Autostartordner von Windows. Jetzt erstelle ich eine Verknüpfung von CLCL, kopiere die in den Autostartordner oder verschiebe. Und dann könnt ihr das auch gleich ausführen. Den Haken noch wegmachen. Und schon ist CLCL gestartet worden, was ihr an der Klammer sehen könnt.